Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight Batgirl DLC. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Leute, wir sind stehen geblieben, Leute. Hier sind Freizeit, wir müssen die Geisel retten von dem Joker. Er hat sie ja alle festgenommen, dieser Idiot. Oder auch gefangen gehalten. Und würde ich das sagen, wenn es dir gefällt, würde ich sagen, fliegen zum letzten Geisel und besiegen diese Idioten schnell. Die müssten machbar sein, Leute. Dann rein hier, Leute, mit der lieben Batgirl. Auch eine sehr starke Figur. So, den ersten haben wir schon mal. Oh shit! Nein! Alter! Idiot! Das war übelst close. So, da waren es noch drei. Scheiße. Nein! Ich bin viel zu aggressiv! Ich bin zu aggressiv! Boah, Alter, was für ein Move von Batgirl! Übelst nice! Bleib unten, du Wichser! Ja, du bist K.O. Okay, das war ein bisschen aggressiv, ein bisschen laut, aber naja, passt schon, Leute. So, dann ab zur Geisel und dann let's go! Mit Hilfe des Krans könnte ich durch die Barrikade gelangen. Ah, okay, und wo kann man das hacken? Bestimmt oben, ne? In diesem Raum hier, wo man alles steuern kann, bestimmt, oder? Ah, doch nicht. Wo ist denn hier ein Kran? Ah, da ist ein Kran. Sehe ich gerade. So, ab nach oben, Leute. Und dann die Scheiße hier hacken. So, let's go. So, es muss die letzte Geister sein, bis wir da zum Joker gehen, ne? Weil der ist da übelst gestört. Küste fallen, das ist schon die Geister nicht drunter. Nicht, dass sie sich verletzt haben oder so. Das wäre auch nicht so nice. So. Was ist passiert? Was erwartet uns hier unten? Oh, das sind noch weitere Schläger. Woher soll ich das wissen? Es fallen andauernd Dinge runter. Der Kranz. Hallo! Boom! Der Flugspark, Geisterschiff. Also hier war lange niemand mehr, das ist schon mal klar. Nein, ich. Festhalten, du Idiot! Du verfluchter Idiot! Boom! Let's go! So, hat ihn die Eier oder gegen das Gesicht hier und du bist K.O. So, boom! Bam und bam! Ich muss sagen, die Gegner, Alter, die sind ein bisschen komisch drauf. Batgirl, ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Ich habe mir noch nie so viel Mühe für jemanden gemacht, wirklich. Und warum tue ich das? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Weißt du, Batman ist die letzten paar Monate nicht er selbst gewesen. Wenn er nicht zu spät kommt, ist er erschöpft. Wenn er nicht erschöpft ist, ist er abgelenkt. Er macht so viele Fehler. Ich glaube, man nennt das Baby Brain. Der beste Weg, das Baby Brain zu heilen, ist, die Babys loszuwerden. Wen nennt er hier ein Baby? Nicht dich. Will ich hoffen. Wie so ein kleines Kind, aber ich muss sagen, ich mag diese düstere Joker-Stimme voll. Die ist nicht so hoch wie den anderen Arkham-Teilen, sondern hier ist sie echt ein bisschen tiefer und sogar auch düsterer. Und ja, das ist auch mal was Neues, muss ich sagen. Da würde ich sagen, können wir dann hier das schnell hacken? Händler. Und es ist das richtige Passwort. Ja, das glaube ich dir, Barbara. Ach du Kacke, das war ein Freizeitpark für Kinder? Okay, es war ein Geisterschiff, klar, aber ey. Ich würde nicht reingehen, das ist schon mal klar. Nicht Spaß beiseite. So, wo sind die Geister jetzt hin? Oh, da sind noch Idioten, die wir besiegen können. Boom, Body Slam hier. Ey, ihr Idioten, bewegt euch doch mal. Die schauen einfach nur zu, als wäre nichts passiert. Boom. So, let's go. Bam, boom. Oh, das ist doch easy. Halt die Kloppe. Boom! Sehr nice, Batgirl. Wo sind jetzt die Geiseln, verdammt? Die müssen doch irgendwo hier sein. Her mit euch. Mir geht's gut, Batgirl. Aber das kann ich von Gordon nicht behaupten. Der Joker hat irgendwas Grausiges mit ihm vor. Ah, da ist er doch gar nicht gesehen, ey. Es werde Licht. Was haben wir denn hier? Ist das einfach nur ein Durchgang oder so, ne? Ja, ist nur ein Durchgang einfach.
Rettet die Geiseln am Geisterschiff. Könige der Meere. Ist das verrückt, oder? Stell dir nur vor, die Dinger würden heute noch leben. Und du, Bulle, wirst gleich von einem gefressen. Ich muss die Geiseln befreien, bevor es zu spät ist. Hey, stell dir vor, du findest Dinosaurier-DNA in einem Insekt in einem Stück orangenem Glas. Wie kommen die Insekten eigentlich in das orange Glas? Die bohren sich hinein und bleiben drin stecken. Aber das Glas war damals orange. Weißt du, Glas ist in seinem natürlichen Zustand orange. Es muss alle möglichen chemischen... Da redet sie über dieses orangene Glas. Ach Gott. 11 bewaffnete Typen, das sind echt bisschen viele, müssen wir aufpassen. Kein Fehler machen oder so. Nein, wir machen einen Fehler. Ja, moin, Alter. Kein Fehler machen, sage ich schon, hab ich einen Fehler gemacht. Ah, typisch ich, ey. So, bumm. Wieder aggressiv rumgehen hier. Bam. Die kommen ja gar nicht her. Oh, shit. Das war close. Mal sehen, ob das funktioniert. Scheiße. Ausschalten! Bam! Boah, das war wieder übelst close. Ah, ich wollte gerade ausschalten gerade, aber ist doch, denke ich, ein bisschen zu auffällig. So, dann noch einer. Runter. Ey, es ist viel zu einfach. So, nochmal. Komm her. Oh, shit! Ich hab das gesehen. Verdammt. Wir müssen hier irgendwie raus. Oder können wir ihn wieder ausschalten hier? Nee, geht nicht mehr. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen zu OP, was ich hier mache. Lass mal raus hier. Scheiße. Hoch da, hoch da, hoch da. Oh, perfekt. Nein, das ist ein Sniper-Typ. Oben. Oben in deinen Kopf hier, du Idiot. Boom. Bleib unten. Das wird klappen. So, da waren es noch vier. Also ist doch schnell, geht doch der schneller, als ich dachte hier. Nein, Bad Girl. Nicht da reinfliegen. Ich bin nicht mal hier unten, ey. Die werfen eine Bombe rein, obwohl ich schon längst oben bin. Was für Flachzang. So, komm her, kleiner. Bad Girl kommt. Oh, shit! Lass es sein! So, bleib unten. So, der ist alleine, der Typ. Was für ein Idiot. Ich bin nicht mal unten, du Idiot. Das wissen die immer noch nicht. Sondern bist du dran. Komm her. Die sind übel schnell, ne? So, hab ich gegen die Wand geworfen, man kennt's. Das tat bestimmt weh. So, dann noch den einen hier und dann haben wir es doch schnell. So, komm her, Kleiner. Schnauze. Aber mich würde interessieren, wie lange musste Batgirl trainieren, damit Batman sie anerkennt als Gehilfin? Weil ich weiß ja nicht, so ein Training ist bestimmt nicht leicht bei Batman. Ja? Alter, wie OP ist das denn? Von jetzt kann man auch jemanden einfach ausschalten. Wenn du aufwachst, sitzt du hinter Gittern. Ja, cooler Spruch, Batgirl. Okay. Dann ab zur Geisel schnell, Leute. Bevor es zu spät ist. Ach, der ist schon gerettet. Joker ist total krank. Wenn du ihn findest. Erspar uns den Ärger. Setz diesem Wahnsinn einfach ein Ende. Danke, Batgirl. Komm runter, Bruder. Hör zu. Sei bitte vorsichtig. Jokers Männer erwähnten eine Falle für dich und Robin. Er will euch beide töten für irgendein krankes Geschenk für Batman. Da sind wir gewappnet auf jeden Fall. Dann können wir schon ab zu Joker gehen, oder? Let's go. Geh weiter nach oben, Leute. Ach du Scheiße! Barb, alles okay? Ja. Was war das? Ein schlechter Scherz. Davon hat Joker eine Menge auf Lager. Heute macht er seinen letzten. Ah, das hoffe ich doch, Barbara. Das hoffe ich doch, aber es wird leider nicht so sein. So, dann ab nach oben. Danke, jetzt auch zum Joker. Ich hab dir meine Koordinaten übermittelt. Okay. Dann ab zu Commissioner Gordon, wir kommen. Ach du Kacke, das wird jetzt spannend, muss ich sagen. Weil gegen Joker, also... Ja, mit ihm sollte man nicht spaßen, das ist klar. Und Batgirl und Robin sind sie erfahren genug, um den Joker wirklich in der Gitter zu bringen. Sogar Batman hat ein Problem mit Joker, also... Ah, ich bin mal gespannt, was Batgirl und Robin machen werden. Gegen den Clownfürsten. So. Ach, hat die Klappe. So. Wo ist der Robin jetzt? Rette Commissioner Gordon. Okay. Wir sind da, Leute. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Folge Robins Signal.
Robin, willst du noch was sagen, oder? Nee, wir nicht, okay. Zerschmettern? So, das ist ein Fahrstuhl, oder? Nee, ist einfach nur eine normale Tür, die wir betreten können. Alles aus. Ein hohes Gebäude, wer hat das denn bitte gebaut? Das ist ja übelst krank. Was war das? Es kam aus dem Hauptzelt. Beeil dich, Bob. Okay, okay, alles klar. So, hier brauchen wir bestimmt den Seilwerfer, oder? Das ist hier. Ja, bestimmt doch. Zack, machen wir es dann. Wie Batman. Können wir auch schon hier rein anvisieren, ne? Genau. Zack. Sehr schön. Willkommen, Joker. Halte durch, Robin. Willkommen. So. Ist auch das zu schnell hacken. Ganz easy. Let's go. Aber es ist reinfahren, ne? Ja, ja, macht Sinn. Dann können wir auch dort weiter gehen und weiter nach oben gehen. Zum Commissioner Gordon und zum Joker. So. Ah, können wir es hier schon kombinieren, ne? Mit dieser Wand. Erstmal dorthin zielen. Und dann dorthin zielen. Let's go. Nice. Ich hoffe, wir sind bald da, aber ich möchte schon gerne mal sehen, wie Joker so. Was machst du hier? Ja, tickt damals. Oder auch die Harley Quinn. Ich merke schon, würde ich sagen, ab nach oben. Und das Commissioner Gordon. Willkommen zu Jokers Hauptveranstaltung. Die heutige Sondervorstellung, die fantastischen Tode der maskierten Weltverbesserer. Treten Sie ein, entspannen Sie sich. Viel Spaß. Und da ist auch Harley Quinn. Ach du Scheiße. Besiegt den Joker und Harley Quinn. Okay. Das geht mal richtig los hier. Let's go. So, Timo scheint mit der lieben Harley Quinn, hier gegen Harley Quinn, wenn es geht. Ah, nee, ich hab daneben gemacht. Scheiße. Das wollte ich nicht machen. So. Boom. Hallo, Joker. Ey, wie gemein. Und Harley Quinn sieht echt nicht schlecht aus. Nee, Spaß, scheiße aus, aber... So, Team ausschalten. Boah, Junge, Harley Quinn bleibt liegen, also dreckige. Ja, das sieht man doch. Ihr braucht mehr Gegner, mehr Menschen, um uns zu besiegen hier. Aber nicht, das funktioniert bei euch. So, boah. Team ausschalten. Boah, Junge, Joker, bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen, Joker. Alter. Er hat richtig gelitten, ey. So, ausschalten. Boah. So, Team ausschalten. Wo ist Joker? Da ist der Joker. Oh. Ey, wie viel kann Joker denn schlucken? Ey, das ist doch übelst übertrieben. Oh, shit. Oh, shit. Keine Chance, Joker. Du bist zu schlecht gegen... Ach, Gott. Das ist ja übelst geil gemacht. Dieser Kampf, muss ich sagen. Gefällt mir übelst. Oh, nein, schon wieder. Wo ist das Joker? Bam! Alter, wie er kassiert von uns, ne? Das war ich übelst. Schon wieder. Genau. So, finishen bei der Harley Quinn. Boah, okay, sie ist KO. Sie muss KO. Der Team ausschalten beim Joker. Oh, Junge! Die schlucken so viele Schläge von uns, ey. Bleib liegen! Boah, Junge! Das muss es doch sein! Das muss es doch sein! Finish mit dem Joker, du bist K.O. Das schon wieder. So, bam, 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 bam. Das sieht so funny aus. Dafür bist du fällig, Joker. So, bam. Bleib unten. Zurück, oder der Sidekick ist tot. Was würde Batman tun? Ja, es war ein Spaß. Du bist die Nächste, Kindchen. Ich dachte, du würdest Glück bringen. Daneben, oder? Batgirl! Wir holen ihn uns später.
Aber mein Dad, Tim. Ich will hier Helis und Küstenwache. Schreiben Sie Joker zur Fahndung aus. Dein Dad ist jetzt sicher. Nur das zählt. Seid ihr okay? Alles gut, Commissioner. Ihr habt heute viele Leben gerettet, einschließlich meinem. Danke sehr. Gern geschehen. Wirklich alles okay, Batgirl? Das ist nicht vorbei! Wir kriegen euch! Bringt sie hier raus! Schätze, manches liegt in der Familie. Ja, das ist bestimmt so, Gordon. Und das war's jetzt, oder? Oder kommt noch eine Szene jetzt? Wäre geil, wenn es nicht so abrupt endet. Wie bei den anderen DLCs. Ich hoffe, da kommt noch so eine schöne Endszene mit Batgirl und Robin. Aber wir alle werden ja wissen, was mit Batgirl passieren wird. Oder halt mit Barbara. Das ist eigentlich schon sehr schmerzhaft zu sehen, weil sie hat echt viel Talent. Ach, das war's schon. Ah, wir können sogar noch ein bisschen weiterspielen in dieser Welt. Okay, das ist eine, ja, coole Idee von den Entwicklern, dass man da ein bisschen rumfliegen kann mit der lieben Batgirl. Okay, Leute, dann würde ich sagen, hat sehr Spaß gemacht, muss ich sagen, sogar. Dieses DLC, also war einer der besten, wie ich es schon erwartet habe. Ja, Joker ist geflohen. Er hat Harley geopfert. Wie wir es von ihm auch nicht anders kennen. So ein Idiot ist er. Und dann würde ich sagen, dass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und wir werden dann später noch vielleicht im Livestream noch die anderen Nebenmissionen machen. Ich muss mal sehen, wie ich es dann halt handhaben werde. Und ich will noch das Protokoll zeigen, aber ich hoffe, ich werde es hinbekommen, weil man muss ja echt wirklich alles spielen. Die ganzen Rätsel von Riddler machen, wirklich alles. Und ich hoffe, ich werde es hinbekommen, weil ich müsste euch noch definitiv zeigen, das Ende von Arkham Knight. Aber jetzt ein Zwischenfazit zum Batman Arkham Knight Spiel generell. Geiles Spiel. Wirklich eines der besten Story-Spiele auch, weil ich muss sagen, storytechnisch ist es schon das Beste gewesen. Von allen Arkham-Teilen. Weil es wurde schon so viel Krasses erzählt. Batman wurde einfach fast erledigt. Scarecrow hat ihn richtig an den Eiern gehabt mit dem Tod von Barbara und auch alles mit Robin und ganzen Ängsten. Es war wirklich schon geil geschrieben, die Story. Und da würde ich sagen, Leute, könnt ihr gerne in den Kommentar schauen, wie es fandet das Spiel. Wir werden dann nach diesem Part ein neues Projekt anfangen. Sagt mir schon, was wir spielen werden. Ich habe was Cooles für euch vorbereitet. Und ja, jetzt nochmal wegen dem Ende von Batman Arkham Knight. Ich werde es dann probieren, noch das zu spielen, aber das ist ja zeitintensiv. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr versteht es. Dann würde ich sagen, das war ein echt geiles Projekt mit euch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Projekt, was auch immer ich machen werde. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt gesund und ciao.